Und jetzt geht's in die letzte Runde. Nach wie vor Caroline Hinrichs vor Alia Butte. Das ist das Duell da vorne an der Spitze. Und zwischen diesen beiden entscheidet sich der deutsche Meistertitel in der U20. Caroline Hinrichs, die zieht jetzt ordentlich an, aber Alia Butte, die lässt sich da nicht abschütteln. Die bleibt ihr da an den Fersen. Flink über die Hindernisse sind sie beide. Dann geht es jetzt gleich noch mal ein letztes Mal über den Wassergraben. Caroline Hinrichs vor Adia Budde. Nach wie vor so, Caroline Hinrichs in Führung. Kann Adia Budde da noch mal kontern? Kommt sie da noch mal davon? Und Caroline, die stolpert da und Adia Budde, die nutzt ihre Chance. Caroline Hinrichs also geschlagen, Adia Butte mit dem besseren Endspurt am Schluss und dem Strauchler von Caroline Hinrichs.